Frank Vogel ist bei Gruner und Jahr Media Sales EMS für die Bereiche Marketing, Brand Solutions, Business Intelligence und Media Research Services zuständig. Herr Vogel, das ist eine ganze Menge Holz. Inwiefern hängen denn diese ganzen Bereiche auch zusammen bei Gruner und Jahr? Also alles fängt mit dem Marketing an, beziehungsweise mit Brand Solutions, muss man ehrlich gesagt sagen. Also da erstellen wir unsere B2B-Produkte, also sowohl im Print als auch in Mobile, als auch online, was wir dann Kunden als Lösung zur Verfügung stellen. Danach kommt das Marketing, also wir denken vom Mailing bis zum Event, also wie wird das Ganze inszeniert. Und dann gibt es noch die Bereiche Business Intelligence, da geht es wirklich um Verkaufssteuerung für uns. Das ist was sehr internes und auch sehr datengetrieben ist dann eben die Marktforschung, wo es darum geht zu verstehen, wie wirkt eine Kampagne am besten, was kann da noch verbessert werden und wie wirkt es crossmedial. Also Sie versuchen so ein bisschen den crossmedialen Wechselwirkungen Rechnung zu tragen, dass Sie das sehr stark miteinander verknüpfen. Jetzt aber ums Thema Research, lässt sich das dann überhaupt dann noch messen? Tatsächlich ist das nicht so einfach, aber es gibt Möglichkeiten. Wir haben ein Tool bei Gruner und Jahr, das nennt sich Crossmedia Erfolgsbarometer. Das ist ein Panel, da haben wir pro Quartal, wir machen das viermal im Jahr, ein dauerhaftes Tracking, 2000 Personen für die Bevölkerung repräsentativ. Und die werden tatsächlich, alles was die machen, digital wird technisch gemessen. Also wir wissen dann, wann jemand, wo, also sogar am Tag. Also jedes Mal, wenn ich mein Handy raushole und auf Facebook gehe, wird das gemessen, aber wenn ich die Tageszeitung lese, nicht. Bei Print machen wir es anders, genauso wie man das also insgesamt bei der Währung macht. Da wird abgefragt, also wir wissen von jeder Person, was sie also für einen digitalen Traffic produziert und wir wissen aber auch, welche Zeitschrift sie liest. Also insofern können wir da zum Schluss sagen, das ist jemand, der ist auf stern.de und wir können auch sehen, ob er den Stern liest. In der Regel gibt es gar nicht so eine große Überschneidung. Okay, also Sie befragen Print und digital eben haben Sie ein gutes Tracking sozusagen. Genau, und wir verknüpfen das zum Schluss und so kommt man halt zu Customer Journeys. Und wenn Sie dann jetzt auch für den Werbetreibenden sich überlegen, was der für eine Strategie anwenden sollte, sagen Sie dann Hauptsache überall, damit er möglichst oft auf allen Kanälen damit konfrontiert wird? Oder ist dann doch vielleicht besser zu sagen, okay, Sie sollten auf jeden Fall nur auf Print setzen oder nur auf digital? Also tatsächlich wäre es toll, immer sagen zu können, macht alles. Nur das ist natürlich zum Schluss auch irgendwie eine Frage des Preises. Also insofern muss jeder Kunde für sich überlegen, was am sinnhaftesten ist. Und crossmedial macht auf alle Fälle Sinn. Es kommt immer ein bisschen drauf an, auf den Etat, aufs Geld, was dahinter steckt. Das kann also auch mal sein, dass wir zum Schluss empfehlen, geht nur auf digital oder konzentriert euch möglicherweise auf Print. Grundsätzlich ist das, was man aus der Wirkung, also aus allen Research-Ergebnissen raussieht, ist, dass wenn sie verknüpfen, auch eine höhere Wirkung rauskommt. Das schon. Ich würde aber niemandem empfehlen, wirklich alles zu machen. Vielleicht auch ein bisschen von der Zielgruppe her. Je jünger, total, umso digitaler wahrscheinlich. Definitiv, das ist so. Wobei man halt auch sagen muss, dass wir auch lustigerweise, kann man, es war fast merkwürdig auf einer Digitalmesse zu sagen, aber dass durchaus eine Printkampagne in der jungen Zielgruppe gut funktionieren kann. Kann. Es kommt halt aufs Thema drauf an. Aber grundsätzlich würden wir immer wieder sagen, verknüpft miteinander, überlegt, was kann ein digitaler Kanal besonders gut und was kann Print. Das sind unterschiedliche Begabungen, die Medien haben. Und was sind die? Also was kann digital besonders gut, was Print nicht kann? Naja, also wenn wir jetzt bei digital vor allem auf Mobile schauen, dann ist Mobile einfach das perfekte Gerät, also eine tolle Verknüpfung zu allem, sage ich mal, zu allem Dialog hinzukriegen oder eben auch wirklich, dass man irgendwie zum Abverkauf kommt. Was Mobile auch toll kann, ist, dass sie besser targeten können. Also sie können richtig anfangen, Stories zu erzählen. Jemand erscheint das erste Mal, dann gibt es ein erstes Werbemittel und wenn der dann jetzt innerhalb irgendwie einer Rotation ganz woanders wieder auftaucht, dann kann das Werbemittel weitererzählt werden. Das ist was Fantastisches, was Mobile sehr, sehr gut kann. Bei Print geht es in die ganz andere Richtung. Da geht es darum, anfassbar zu sein, da geht es um Entschleunigung. Also weil je digitaler wir alle werden, desto mehr sehnt sich der Mensch auch ab und zu mal nach Beruhigung. Und das kann dann Print sehr, sehr gut. Ein weiteres Trendthema gerade ist ja auch Native Advertising, was man jetzt ja unglaublich viel digital macht. Was muss man dabei beachten? Was sind die Top-Punkte, um erfolgreiches Native Advertising zu machen? Also, wir haben uns tatsächlich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil für uns ist es ja wichtig, dass wir weder unsere User ganz zum Schluss vergrätzen, sage ich mal, also weil das nützt uns nichts, dann sind die User weg. Und gleichzeitig wollen wir natürlich nur Kommunikationslösungen anbieten, die auch unseren Kunden was nutzen. Also, was man definitiv machen muss, ist eine Kennzeichnung vorzunehmen. Also handelt es sich hier eigentlich in irgendeiner Form eine Kooperation, dann muss das gekennzeichnet werden. Der User ist durchaus offen für sowas, aber er möchte wissen, ist das etwas, was also eine gemeinschaftliche werbliche Kooperation dahinter steht. Was wichtig ist, dass auch ein Benefit dahinter steht. Ich sag's mal so, also reiner PR-Text,
das kann man machen, aber das bringt einem nicht so weiter, sondern muss einmal überlegen, was ist denn eigentlich der Benefit für den User dahinter. Das ist irgendwie sehr wichtig und schlussendlich Medienmarke, die Marke, die wirkt, plus das Thema müssen zusammenpassen. Das ist erstmal das, was man machen sollte. Also der Content ist auch da sehr wichtig. Total. Also letztendlich wird jede Werbung treibende Marke immer mehr zu dem, was wir schon lange machen, nämlich Content zu produzieren. Und Kommunikation hat die gleichen Regeln wie das, was für unseren Content auch gilt. Wenn er nicht interessant ist, wird er nicht geklickt. Stichwort Content. Ihr Mutterkonzern Kuhne & Jahr hat ja auch Ende 2013 angesagt, jetzt zum House of Content zu werden, vom genau. Verlagshaus zum House of Content. Es war ja erstmal mit sehr viel Einsparungen verknüpft. Wie sieht es jetzt bei Ihrem Bereich aus? Ist man da jetzt hier auf Wachstumskurs oder muss man da auch den Gürtel ein bisschen enger schneiden? Wir sind im digitalen Bereich definitiv auf Wachstum. Das hat auch gezeigt, wir haben dieses Jahr deutlich akquiriert. Also wir haben Viseo, also eine Content Recommendation Plattform, genauso wie wir das TND, also Word of Mouth, akquiriert haben. Das wird weitergehen. Wir investieren sehr, sehr stark in Bewegtbild, also sehr an unseren Themengebieten dran, also im Bereich Food, im Bereich Living. Wir bauen weiter Mobile aus, also hier ist volle Kraft nach vorne. Cross-mediale Vermarktung und Native Advertising sind jetzt Themen. Was glauben Sie, was ist in 5 Jahren der Fall? Was ist dann das große Thema? Wenn ich das tatsächlich so genau wissen würde, würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen, sondern hätte einen anderen Job. Ich glaube, dass wir immer weiter, also dass der Native Advertising uns tatsächlich in 5 Jahren noch beschäftigen wird. Ich glaube, dass wir immer stärker data-driven werden, aber das ist auch fast schon eine Form von Allgemeinplatz geworden, aber wir werden das immer stärker miteinander verknüpfen. Das ist das, von dem ich denke, was kommen wird. Und wir werden uns natürlich immer stärker damit auseinandersetzen müssen, dass alle Devices immer noch mehr zusammenwachsen. Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch wissen, wie digital Sie unterwegs sind. E-Book oder Taschenbuch? E-Book. Tageszeitung oder Tablet? Tageszeitung. Online-Shop oder Stadtbüro? Online-Shop. CD oder Musikstreaming? Definitiv Musikstreaming. Spiegelreflex oder Instagram? Instagram. Telefonkonferenz oder Google Hangout? Google Hangout. Postkarte oder Snapchat? Postkarte. Vielen lieben Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Vogel, und ich wünsche noch eine schöne DMX-Expo. Danke.